Sollen noch mal warm werden, gehen wir mal eine Runde, wo es vielleicht ein bisschen kühler ist. Und die sind wir auf die Art und Weise auch noch nie gelaufen. Wir gehen dort mal einen Spreebogen an der Spree lang. Und zwar den Laungraben, also hier rechts raus, Laungraben lang bis zur Vogelkreuzung, links rum, äußere Launstraße, dann den Lindenberg runter, in die Fischergasse rein. Und dann gehen wir immer an der Spree lang, bis wir die Gerberstraße hochkommen und vom Laungraben, vom Wendischen Graben hier ankommen. Klingt weiter als es ist, rein kilometermäßig haben wir schon viel längere Runden gemacht. Ich denke, es wird schön viel Zeit, sich zu unterhalten. Auch die Leute da unten mal zu begrüßen, die uns da sicherlich herzlich willkommen heißen. Und wie gesagt, falls die Medien mitlaufen, entscheidet selbst. Und ja, sagt sachlich eure Meinung, beziehungsweise winkt freundlich. Gut, dann würde ich sagen, die Mediziner bauen sich gerade auf. Wir mittlerweile in Bautzen, der Aufzug kehrt zurück. Kurz vor Erreichen der Ausgangsfläche am Kornmarkt. Hier drüben in Nähe West Western Plus Hotel. Los!
Andreas, hallo. Mit Längen von Jan Song King her, jawohl. Gute Stimmung, friedliche Bilder aus Bautzen. Stimmungsvolle Bilder. Der Aufzug ist zurück. Jawohl, wieder einige Spaziergängerinnen und Spaziergänger zur Ausgangsfläche zurückgekehrt. Tolle Bilder, tolle Kulisse in Bautzen. Bautzen bleibt stabil. Wir kommen zurück auf der Platte. Das, was anfangs schön kühl da unten war, war zum Schluss warm. Das Fitnessprogramm zum Montagabend, den Langen-Gerber-Berg hoch. Aber ihr habt sie alle überlebt. Haben wir jemanden verloren? Glaube nicht, oder? Fand die Runde trotzdem ganz nett, dass wir die mal gemacht haben, weil ja doch viele Menschen rausgeguckt hatten. Fast durchweg positiv. Einen Gegendemonstranten hat man. Der ist jetzt eierlos! So. Quatsch, habe ich nie gehört oder nie gesehen. Gut.